Willkommen hier zurück und ich habe mal im Internet ein bisschen gesucht und habe mir so ein bisschen angeguckt, wie das Ganze mit diesen Zahlenkombinationen geht. Und das, was ich hier irgendwie vermutet habe, war komplett falsch. Wir müssen ja auf die Details achten. Und zwar die Details im Raum. Hier könnten irgendwelche Zahlen an den Wänden stehen. Oder auf irgendwelchen Notizen, soweit wie ich das... ...gesehen habe. Auf jeden Fall befindet sich so etwas unmittelbar in der Nähe eines Tresores. Das heißt, wir müssen hier definitiv aufmerksam sein. Ich habe schon gesagt, ich kenne die vorigen Teile nicht. Pff. Schmeiß mal mit Fleisch. Aber auf jeden Fall in der Nähe der Tresors sind die Zahlenkombinationen versteckt. Aber wir sind ja irgendwie in der Küche. Wo ist jetzt nochmal dieser Tresor? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich finde das hier eh echt kompliziert. Das hier ist die Küche. Da geht's raus. Da geht's da entlang. Wo war jetzt aber dieses eine Büro? Da auf jeden Fall nicht. Hier ist die Küche. Ich finde da nicht mehr hin, Mensch, das gibt's doch nicht. Vielleicht noch mal hier. Wo sind wir hier gelandet? Ach ja, je, oh je. Okay, ich würde mal sagen, testen wir mal diese Betäubungsbolzen. Okay. Alles klar. Das war jetzt ja ganz interessant. Okay. Da war doch das Büro. Oder auch doch nicht. Verfluchte Kacke, Mann. Da war's das definitiv nicht. Es
Jetzt gehen wir erstmal zu diesem Wachturm. Brauchen wir erstmal hier unsere Spezialdingens. Gut. Oha. Gut, öffnen wir hier mal diesen Kasten. Manipulieren geht nicht, da wir kein Kabel zur Verfügung haben. Okay, wir können jetzt hier rein theoretisch abhauen. Was bin ich? Eine Hose ohne Beine. Das bin ich. Nichts. Schlimmer als nichts. Aber ich will definitiv diesen verkackten Tresor knacken, ey. Koste es, was es wolle. Vielleicht war er auf dem anderen Stockwerk. Ja, vielleicht war es hier. Was weiß der Kuckuck. Ja, da war's. Okay, also. Hier haben wir den Tresor. Die muss irgendwie eine Zahlenkombination in unmittelbarer Nähe sein. Kommen wir ja nicht rein. Vielleicht ist hier ja was. Ich kann hier nichts sehen. Und ich wette mit euch, in diesem Raum... ist das versteckt. Hier irgendwo. Vasco Office. An der Decke ist auch nichts. Muss ich jetzt doch mal was googeln. Also das kann nicht wahr sein. Ich will auch mal so ein Ding aufmachen, Mensch. Wie heißt das Ding nochmal? Vasco Office, ne? Okay, Google. Vascos Office. Dishonored 2. Safe. Hier ist erstmal alles Englisch, Deutsch. Vascos Office. Ja. Ich schaue mir das mein YouTube-Video an. Das muss ich mir jetzt reinziehen, Leute. Auch wenn es nicht gut rüberkommt. Das interessiert mich nicht. Ich tue es trotzdem. Gut, also pass auf. Okay, da ist die eine Tante, die wir angesprochen haben, zu sehen. Die uns etwa die Kombination gegeben. Hä?
Okay, da liegt einer auf der Pritsche, der ist halb verbrannt. Wo finde ich den? Das war da, wo dieser halbe Kopf war. Da liegt einer auf der Bank. Das war in irgendeinem anderen Stockwerk. Okay, auf das wäre ich jetzt nie gekommen. Ich glaube, das ist auch eine komplett andere Kombination. Da ist jetzt einfach mal 5. Ich probiere das jetzt mal. Was? 5, 8, nochmal was. Nee. Mist. Also, als erstes war es eine 1. Dann als zweites eine, was? Eine 0, oder? Ich glaube schon. Es ist nicht einfach zu sehen. 043. Nee, 183. 183. Nö. Passt nicht. Ja, das ist jetzt äußerst blöd. Das heißt, wir suchen jetzt diesen Typ auf der Pritsche. Der gibt uns dann diese Zahlenkombination. Und wir befinden uns hier im zweiten Stock. Und jetzt gehen wir mal in den dritten. Da. Okay. Lesen wir uns ein anderes Mal durch. Da muss jetzt irgendwo ein Verbrannter auf der Pritsche liegen. Gut, hier geht's raus. Das ist es nicht. Oh, oh, oh. Gut, mit dem können wir nichts anfangen. Okay, da war ja diese verrückte Tante. Da war dieser halbe Kopf. Und da muss auch irgendwo diese verbrannte Leiche liegen.
Kartoffel, Karotte nehmen wir mit. Zeitung, können wir nichts mit anfangen. Nee, das ist er nicht. Aber der muss da auch liegen. Irgendwo in einem Gang auf dem Sofa. Wir sind auf jeden Fall im richtigen Stockwerk. Wo sind wir hier? Vielleicht gibt es hier ja mehrere halbe Köpfe, aber der war definitiv. Ich muss nochmal nachgucken. Ich muss einen Tresor aufmachen, um das Spielprinzip dahinter zu verstehen, wie man die Tresors denn öffnet. Ziehe ich mir jetzt einfach nochmal das Video rein. Verlauf. Gut, Save 3. Vasco Save. Gut. Wir befinden uns da, sprechen mit der Ollern, die hier obduziert hat. So. Dann gehen wir einmal zu dem Freund auf dieser Seite. Können hier links rein spazieren. Da ist dieser halbe Kopf. Das Mana haben wir mitgenommen. Da liegt er. Oh Mann. Jetzt pass auf, hier steht, okay, hier im Video kann man noch mit dem sprechen, hier ist er tot. Ich weiß, ich sterbe, gequält, gescheitert, konnte ich überteilen, nicht von sich, wenn jemand das hier findet, dann geben sie nicht ihr die Schuld, sie weiß nicht, was, Monster nicht. Wenn ich mutiger gewesen wäre, hätte ich sie heilen können, falls es nicht zu spät ist, fliehe ich sie an. Ihr das Gegenmittel zu geben, die Anweisungen sind in meinem Tresor, die Kombination 601. Okay. 601, das ist echt wirklich ein gruseliges Feeling. Ich sitze hier vor meinem 40 Zoll Fernseher, bin in einem verlassenen Haus, habe irgend so eine Art Dämonen an der Backe gehabt. Und weiß auch nicht so ganz. Aber es ist krass. 601 ist die Kombination. Leider können wir ihr jetzt kein Gegenmittel mehr geben, weil die ja schon weg ist. Jetzt müssen wir aber nochmal in dieses Büro. So. 6. Verpassen Sie das wohl. Bedeutet das eine weitere Schicht? Ohne Bezahlung. 0. Oh nein, jetzt haben wir zu weit gedreht. Sechs, null. Und da brauchen wir eine 1 und der Tresor öffnet sich. Wir haben hier einmal einen Trunk. Und einmal dieses Mal muss es klappen. Ich bin sicher, die Dosierung stimmt und ich habe nur eine einzige Chance. Alle festen Zutaten, darunter die Aluminiumsalze, gemeinsam zermahlen. Erledigt etwas Eiweiß hinzufügen. Aus der Küche muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen dicht geschützt im Tresor aufbewahren, um die Basis des Serums zu aktivieren. Hätten wir auch erledigt. Eine halbe Spritzenladung mit verunreinigtem Blut
in ein verseuchtes menschliches Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Hyptia bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit die gerade das Admiral wurden mehrere Männer vom Blutfliegen getötet. Sie können genauso gut dem Allgemeinwohl dienen. Alle vorherigen Blutproben waren viel versprechend. Ich darf mich nur nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Finale Mischung erhitzen, sobald wie möglich injizieren. Also müssen wir... einen verseuchten menschlichen Leichnam brauchen wir. In der Küche erhitzen. Die Küche, wo war die jetzt auch noch mal? Wahrscheinlich bin ich eh wieder auf dem Holzweg. Und würde das Ganze wieder durcheinander bringen für nix und wieder nix. Man weiß es halt nicht. Ich glaube, die Küche war eins weiter unten. Oder da etwa. Beim Saloon. Da war die Küche, da ist er doch. Aber ob wir da irgendwas erhitzen können. Wir können hier mal Essen nehmen. Ist natürlich so eine Küche schon optimal, ne? Aber ich glaube, dass wir da nichts mehr machen müssen. Wobei, ne? Ich weiß ja nicht so ganz. Kombination lautet 601. Keine Ahnung, hier gibt es jetzt eh kein Elixier. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier wieder raus. Zu diesem einen Turm. Wenn ich nur noch wüsste, wo der jetzt war. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Ob wir da irgendwie... Nicht ganz. Ich weiß es natürlich nicht, was passiert, wenn wir da jetzt... runterspringen, deswegen speichern wir hier einmal schnell. Springen da mal runter. Haben es auch überlebt. Schwimmen da einmal rum. Und haben es auch schon geschafft. Wo sind denn die? Da oben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.